herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 16. So, nachdem wir ja die letzten paar Spiele mal endlich gewonnen haben und eine kleine Siegesserie gestartet haben, starten wir heute gegen den FC Bayern München. Wir werden den FC Bayern München verunsichern. Ist heute auf jeden Fall ein verdammt wichtiges Spiel für uns. Wir sind momentan 9. mit 35 Punkten und 5 Punkte hinter Wolfsburg und 8 Punkte hinter Bayern, die Tabellensechster sind. Und von daher ist es extrem wichtig, dass wir unsere Siegesserie weiter ausbauen. Gegen Hannover haben wir das letzte Mal 2-1 gewonnen. Oh, es hat mir ganz schmackotastisch geschmeckt. Und das wollen wir jetzt heute in Bayern mal ausprobieren, ob wir das da auch schaffen. Ohahaha. Aber na klar, schaffen wir das. Klaro, klaro. Und ich würde einfach mal sagen, wir lassen die Mannschaft so, wie sie ist. Auch gegen Hannover gewonnen. Warum sollten wir also die Mannschaft wechseln? Wechseln, wechseln. Zap, Lipa. So, dann gucken wir mal, was sich gegen die starken Bayern so tut. Oh, das war ein ganz hoher Schuss. Ist kein Problem. Zap, Lupfer und drin ist das Ding. So, und dann legen wir los. Gegen die Bayern. Mal sehen, wie Bayern ihre Aufstellung ist. Die schauen wir uns mal kurz an. Und? Wo ist sie? Oh, sieht aber schon mächtig aus hier, FC Bayern. Und da kommt sie nicht. Da ist die Tabelle. Bayern 5., Werder 9. Und deswegen ist das heute für uns ein extrem schweres Spiel. Wir müssen gewinnen. Na gut, Starke ist auf jeden Fall im Tor. Lahm Kapitän. Ja, so lange habe ich jetzt keine Lust mehr hier zu warten. So, wir legen uns gleich mal fest. Wir gehen wieder auf Konter. Und werden einfach mal ganz geschmeidig den Ball rollen lassen. Wir werden das heute auch mal nicht so stürmisch angehen. Ich habe es mir mal vorgenommen, die Spiele ein bisschen ruhiger zu gestalten. Ha, da habe ich ihn veräppelt. Wieder Garcia am Ball. Ganz rüber zu Selassie. Ah, oh, Selassie auf Bakalli. Oh, schön. Jetzt kommt Selassie auf Außen. Benatia. Ja, so heißt er. Musste kurz überlegen, heißt er so? Heißt er nicht so nicht? Haut auf jeden Fall Selassie außen um. Und kriegt die erste gelbe Karte nach 5 Minuten. Das ist nicht schlecht. Medi Benatia. Das ist nicht schlecht. So, und wir werden heute mal ganz dreist sein. Und dann einfach mal, so jetzt mal kurz da, um die Mauer schlenzen. Aber, naja, okay. Das war nicht die prächtigste Idee, die ich hatte. Und bei Bayern ist es oft so, genau das ist es. Die spielen oft kurz. Auch bei Freistößen. Wenn sie Freistößen haben oder so, spielen sie meistens kurz. Und das müssen wir ausnutzen, weil wir es ja wissen, dass sie es machen. Oh. Ah, Alonso holt sich da den Ball. Aber Junosovic hat gut aufgepasst und holt einen Freistoß raus. So, Westergaard zu Bargfrede. Und wieder erstmal ganz entspannt angehen. Westergaard schickt da Bargfrede. Ah, da ist. Oh, schade. Da hätten Bargfrede fast noch bekommen. Oh, Rafinha läuft. Xavi Alonso. Wir müssen die Bayern früh attackieren. Gar nicht erst ins Spiel kommen. Also schön. Oh, das könnte ein Nagelstichkonter werden. Schließ ab. Tor. 1-0 abseits. War es abseits? Ja, es war abseits. Bargfrede hat noch abgefälscht. Scheiße. Schade. Und Bayern wird jetzt wieder kurz spielen. Ja. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir die kurzen Bälle kriegen. So, Rafinha auf Robben. Robben dürfen wir auf keinen Fall ins Spiel kommen lassen. So, Vidal gegen Bartels. Alaba. Da, das macht Bayern wieder sehr geschickt. Gehen gut durchs Mittelfeld. Ich wüsste gerne mal, ihre Passquote in den anderen Spielen. Die haben doch 100% auch eine Passquote immer von, sag ich jetzt mal, bestimmt 85-90% so, tippe ich jetzt mal. So, jetzt ist wichtig, jetzt müssen wir angreifen. Bargfrede gegen Vidal. Oh, schön von Westergaard aufgepasst. Und kein Foul war es. Ah, schade. Da holt aber Vidal wieder den Ball zurück. Robben dürfen wir nicht gehen lassen. Alonso. Ah, schön aufgepasst von Junosovic. Hä, was war das? Ich hab doch aufpassen gedrückt. Ah, jetzt wird's doof. Oh,
Selassie gegen Alaba, das ist ein Foul. Gibt es auch die erste gelbe gegen Bremen? Scheint nicht so, das ist gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, das kommt, war klar. Komm wieder kurz. Aber schön, wir stellen sie schon. Oh, Selassie holt sich den Ball von Lahm. Ja, das sollte eigentlich ein langer Ball auf Johansson werden. Manchmal finde ich dieses Passsystem bei FIFA einfach nur schlecht. Oh. Oh, 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 der war knapp. Der war knapp. Von Ribéry. Aber selbst Bakalli hilft mit in der Abwehr. Jetzt momentan muss man echt sagen, unsere Mannschaft funktioniert momentan echt gut. Auch gerade durch die Neueinkäufe mit Sané. Hier jetzt gerade wieder am Ball. Kriegt den Bartels noch? Ja, den kriegt Bartels. Garcia, Tor. Santiago Garcia, Tor, ja! Ich jubel mich selbst. Uey. Ganz stark. Das ist ganz stark. Es war aber ganz stark gespielt hier. Bartels setzt sich da schön durch gegen Lahm. Und sieht dann wieder San Garcia in der Mitte und Garcia. Schön. Schön, schön, schön. Echt nice. So, weiter geht's. Und wieder die Bayern früh attackieren. Oh, das war ein Foul, ja. Aber Vorteil. Das war auch ein Foul. Lalalala. Hat keiner gesehen. Bargfrede geht auf Alaba. Oh, den kriegt aber Alaba noch durch. Bartels. Und wieder Alaba. So. Ja, Bayern kommt bisher. Haben zwar viel Ballbesitz. Aber sie kommen bisher nicht wirklich ins Spiel. Galvez. Westergaard. Auf Garcia. Garcia rüber. Bargfrede. Schön. Oh, schlechter Pass von Junusovic. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Achtung. Robben. Schön von Westergaard. Das war schön aufgepasst. Sané. Ah, schön. Junusovic. Bargfrede. Erstmal abbrechen hintenrum. Genau, Junusovic. Also wie gesagt, Bayern bisher. Sehr gute Passquote. Und sehr viel Ballbesitz. Wesentlich mehr wie wir. Aber bisher auch noch keine nennenswerte Toraktion. So, Gebre Selassie auf Bargfrede. Ach, schade. Da kommt noch ein Ball, da ist noch ein Bayern-Fuß dran. Aber ist mal nichts. Genau, Bakalli schön früh attackieren. Genau so ist richtig. Wir dürfen Bayern. Mein Ballbesitz können sie gerne haben, solange sie nicht vor unser Tor kommen. Und gerade auf Ribéry und Robben. Wobei ich mich halt frage, wo die anderen alle sind. Wo ist ein Costa? Wo ist ein Neuer? Sind die alle weg? Sind die verkauft? Oder hab ich was verpasst? Jetzt müssen wir Vidal nicht schießen lassen. Schön aufgepasst. Und jetzt rollt der Konner. Bakalli auf Johansson. Und der ist schnell. Auf gegen Martinez. Und. Och! Tor! 2-0. Ja! Ganz stark. Eigentlich ganz stark. Ganz, ganz stark. Bakalli. Wunderschön. Wunderschön. Johansson an die Latte. Setzt sich da aber schön durch gegen Martinez. Zap, ist vorbei. Zieht nochmal rein. Da an die Latte. Stark war aber auch noch kurz dran. Und mit dem Nachschuss Bakalli zum 2-0. Das ist gut. Ganz stark. Uiuiui. Puh. Wer hätte das gedacht? Zur Halbzeit 0-2 für den SV Werder Bremen. Wer hätte das gedacht? Wer? Aber finde ich gut. Allianz Arena. Hertha gegen Schalke, die spielen dann erst abends. So, wir werden jetzt auch mal gleich auswechseln. Ich meine, die letzten Spiele waren schwer genug. Wir bringen Öztunali auf rechts und wir bringen Ødegaard für Bartels und Johansson geht auch raus für Uca. So, jetzt haben die drei auch eine Dreiviertelstunde lang Zeit, sich zu beweisen in der zweiten Halbzeit. Und wir bleiben natürlich bei der Taktik Konter. Mit der sind wir bisher eigentlich ganz gut gefahren. So, zweite Halbzeit beginnt. Uca. Da ist Robben am Ball. Den dürfen wir nicht laufen lassen. Ødegaard. So, zapp. Oh, Rafinha. Na, schön. Was, faul? Naja. Okay, der kommt auch wieder kurz. Oh, nee, der kommt lang. Okay. Aber den hat Galvez.
Gutscha. Oh, schön. Bargfrede. Ah, schade. Der wurde noch abgeblockt vom Bayern-Spieler. Aber auch schön von Bargfrede. Lewandowski am Ball. Müssen wir aufpassen. Ribéry. Bloß nicht den Konter jetzt fangen. So, Uca geht wieder drauf auf Alonso. Bayern sind noch nicht wirklich im Spiel. Aber ich denke, die werden jetzt einiges tun, damit sie hier uns noch zumindest mal ein Remis abkaufen können. Entschuldigung, wieder mit dem Abschluss. Eher schlecht wie recht, aber gut. Ist ja auch gut für uns. So, und wir gehen ganz geordnet wieder rein. Wir haben ja keinen Stress. So, Junusovic. Garcia. Zap, Junusovic, Bargfrede. Bargfrede. Aup, Öztunali. Ah, Ribéry kämpft sich da den Ball gegen Öztunali. Oh, Öztunali holt ihn sich stark zurück. Ah, Alaba. Einwurf für die Bayern. Was? Warum für die Bayern? Hä, der Alaba ist doch mir. Schön von Öztunali. Jetzt auf der Außen. Ah, Alaba blockt ihn wieder ab. So, jetzt gucken wir mal. Bargfrede. Junusovic. Zap. Oh, Gebre Selassie. Ach, das sind die Bayern. Das sind zu viele da hinten. Da kommen wir nicht durch. Aufpassen. Robben. Oh, Westergaard. Das war ein Foul. Oh, keine Karte. Okay. Ich hätte es mit einer gelben gerechnet, aber gut. Soll uns recht sein. Westergaard mit dem Kopfball zum Eckball. Ich glaube, es hat ein bisschen anders geplant, den Kopfball. So, und? Schön von Wiedwald. Schön aufgepasst von Wiedwald. So, und jetzt rollt der Konter. Öztunali auf Uca. Kriegt den Uca noch vor Alaba? Nee, Alaba hat ihn. Oh, das nächste Spiel ist Köln zu Hause gegen den FC Bayern. Ja, da muss Bayern dann, wenn sie noch in die Champions League wollen, gewinnen. So, Vidal. Ah, von Vidal auch sehr, sehr wenig zu sehen. Martinez hinten in der Innenverteidigung. Der stärkste bei den Bayern momentan in meinen Augen. Oh, Galvez. Jetzt in dem Spiel hier war jetzt bisher Alaba. Weil der hält hinten wirklich die Abwehr noch. Ach, jetzt Tonali wieder gegen Alaba. Schade. Oh, jetzt Tonali. Steh auf. Nicht verletzen. Schön. Na, oh, den haben wir noch. Ja. Bietet euch an, Männers. Ach, Sané. Nicht hinter dem Mann, vor dem Mann. Aber Sané holt ihn sich gut zurück. Ah, Junusovic mit dem Fehlpass. Da werden wir jetzt zu hektisch. Wir müssen das ruhiger runterspielen. So, Lewandowski gegen Westergaard. Aber Westergaard stark. Alaba gegen Öztunali. Was? Was denn jetzt? Warum faul? Warum denn jetzt schon wieder ein Foul? Gegen wen denn? Ah, von Öztunali und Alaba, okay. Den hat Wiedwald, ja. Gibt es von der Anspielstation? Oh ja. Ah, das war mau. Das war blöd. Hätten wir auch noch ein bisschen warten können. Junusovic gegen Alaba. Alaba ist auch überall. Wer ist da gerade mit dem Kopfball? Schön. Ah, Blam gegen Öztunali. Jetzt macht Bayern Druck, jetzt macht Bayern Druck. Jetzt müssen wir aufpassen. Gut. Wir beruhigen das Spiel jetzt erstmal. Zap. So, Westergaard. Auf Garcia. Garcia, Sané. Ach, jetzt kriegen wir aber keinen Ball mehr an. Martinez. Och, schade, Ødegaard hätten fast gehabt. Schade. Lewandowski gegen Galvez. Schön, ach, faul, Mann, Galvez. Immer ruhig in den Zweikämpfen bleiben hier, mein Freund der Sonne. Nicht so aggressiv. Robben beim Freistoß. Aber bisher sieht es so ganz gut aus, was wir eigentlich machen. Und? Jawohl, wieder raus. Schön, schön aufgepasst. Ah, Junusovic. Ah.
Gebre Selassie ist mitgelaufen. Da kommt die Flanke Sané. Oh, Starke kann den nur wegfausten. Schade, können wir aber nicht ausnutzen. Schade, schade. So, noch eine Minute in der Nachspielzeit und dann sollte es gelaufen sein. So, zapp. Oh, Benatia wollte es noch wissen. Zapp, da pfeift der Schiedsrichter ab. Ja, da pfeift er ab. 0-2 gewinnt Bremen in Bayern München. Ja, also ich finde, wir haben stark gespielt. Puh, war echt aufregend. Gewonnen. Das muss genau so jetzt, wie wir spielen, weiterlaufen. Man glaubt, mittlerweile der dritte Sieg in Folge. Und von daher läuft es eigentlich ganz gut. Neuer, was, Ødegaard Flop? Nö, neuer Werbung. Nö, finde ich nicht. Ist kein Flop. Er ist jung, hallo Männer, der ist gerade mal 17. Was erwartet er von dem, dass er das Spiel jetzt an sich reißt? Naja, er wird seinen Weg auch noch gehen bei uns beim SV Werder. Davon gehen wir mal stark von aus. Von daher wünsche ich euch einen schönen Abend. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!